Fassungslosigkeit Hagedorn im Kanton Zug. Ein Milchbauer wird dort Opfer von Cyberkriminellen. Die hacken den Milchroboter vom Bauer und fordern 10'000 Dollar Lösegeld. Der Bauer weigert sich, das Geld zu überweisen, daraufhin stirbt seine trächtige Kuh. Der Fall macht den Milchbauer im Thurgau Angst. Ist das ein Einzelfall und wie abhängig sind sie von den Technologien? Die Lara Martucci hat sich die zeigen lassen. Ich kann nachher beim Tablet schauen, nach dieser Tiernummer, zum Beispiel hier jetzt Nummer 57, und in Echtzeit alle Gesundheitsdaten abrufen. Das erlaubt mir zum einen frühzeitig eingreifen bei einem schleichenden Problem und zum anderen bei einem rapiden Problem gewarnt zu werden. Und es gibt mir einfach eine super Entscheidungsgrundlage. Es ist ein System, das Marcel Vetterli seinen Alltag als Landwirt erleichtert. Die Daten durch einen Hackerangriff zu verlieren, wäre mühsam, aber für die betroffenen Tiere nicht lebensbedrohlich. Anders wie der Fall vom Bauer aus Zug, wo seine Kuh wegen so einem Angriff gestorben ist. Der Vorfall hat den Vater von Marcel Vetterli, den Daniel Vetterli, schockiert. Er ist der Präsident vom Milchbauernverband Thurgau. Einen ähnlichen Vorfall hat es im Kanton Thurgau noch nie gegeben. Ehrlich gesagt bin ich selber bis jetzt davon ausgegangen, dass wir nicht spannend sind für Cyberangriffe. Weil es sind ja ganz kleine Einheiten, die Bauernhöfe. Und das hat mich aufgeschreckt, was da hätte passieren können. Weil wir sind auf die autonomen Systeme absolut angewiesen. Also die erleichtern unsere Arbeit enorm. Die machen es 24/7 ein Stück weit möglich. Und es ist unbedingt wichtig, dass wir da sicher weiter betreiben können, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Mit seiner Annahme, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb für einen Hacker nicht interessant sein könnte, liegt Daniel Vetterli falsch, wie der Andreas Wiesler vom IT-Sicherheitsunternehmen Go Security bestätigt. Ich sage immer, Hacker sind faule Leute. Hacker greifen Systeme mit Schwachstellen an. Und denen ist es egal, wer das ist, ob jetzt das eine grosse Firma ist oder eben ein Heimbenutzer oder jetzt halt in diesem Fall eine Kuh, die es verwünscht hat, ein tragischer Fall. Das schauen sie gar nicht, sondern es geht wirklich darum, Geld zu verdienen und zu schauen, wo sind die Schwachstellen. Der IT-Experte empfiehlt darum, Updates von allen Systemen immer sofort zu installieren. So können sich auch Bauern von Hackerangriffen schützen. Der Daniel Vetterli möchte aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich denke, wir werden vom Verband aus, jetzt vom Vorstand aus, auch die Hersteller kontaktieren und abfragen, wie robust sind ihre Systeme einerseits. Und wie haben Sie so Szenarien schon durchgespielt? Man muss ja wie ein Feuerwehreinsatz, man muss ja mal durchspielen, was wäre, wenn man würde, dass man kann möglichst schnell reagieren kann. So wird er sicher gehen, dass so ein Fall wie im Kanton Zug, hier im Kanton Thurgau, nie passieren wird.